Hallo zusammen und herzlich willkommen. Das hier, meine Freunde, ist die teuerste, derzeit teuerste RTX 2060 aus dem Hause Asus, und zwar die Strix OC-Version. Lohnt es sich, diese Grafikkarte zu kaufen? Was kann sie? Ich würde sagen, finden wir es gemeinsam heraus. Ab geht's! Die Nvidia GeForce RTX 2060 Strix OC ist das Flaggschiff aus dem Hause Asus mit den höchsten Taktraten ab Werk. Überraschungen jeglicher Art gibt es bei der Asus Strix OC Version nicht, denn die Grafikkarte setzt auf den gleichen Kühler sowie das gleiche PCB wie zum Beispiel auch die größere RTX 2070 Strix OC. Damit nutzt auch diese 30,5 cm lange Grafikkarte einen 2,5 Slot Grafikkartenkühler mit zwei separaten Alu-Kühlkörpern, die mittels 6 Heatpipes miteinander verbunden sind. Drei 90 mm große Axiallüfter sorgen für eine entsprechende Belüftung. Gegenüber den Referenzvorgaben von Nvidia fallen die Taktraten deutlich höher aus. Der Basistakt liegt zwar noch bei den normalen 1365 MHz, doch der durchschnittliche Turbo wird mit 1830 MHz angegeben, was 150 MHz über den Standard liegt. Diese Grafikkarte darf im Werkzustand 190 Watt aufnehmen. Manuell lässt sich das Power Target um bis zu 25% auf 238 Watt erhöhen. Deshalb ist diese Grafikkarte auch mit einem 8- und 6-Pin Stromanschluss ausgestattet, und der 6 GB große GDDR6 Videospeicher arbeitet hingegen mit den normalen 7000 MHz. Ansonsten lässt sich der OC-Modus per Software aktivieren. Resultat ist ein Plus von 31 MHz auf der GPU, und darüber hinaus erhöht sich das Power Target auf 110%. Wie auch schon bei den größeren RTX Grafikkarten gibt es ein Dual BIOS. Diese haben allerdings keinen Einfluss auf die Taktraten, sondern verändern nur die Lüftersteuerung. Performance BIOS gleich geringere Temperaturen bei der GPU. Quiet BIOS bedeutet, es schalten sich die Lüfter bei einer GPU-Temperatur von unter 55 Grad komplett ab. Als sogenanntes Premium-Modell ist die Asus RTX 2060 Strix OC natürlich auch mit einer fetten RGB-Beleuchtung ausgestattet. Generell kann man diese steuern über die Asus Aura-Software. Aber wenn du jetzt sagst, hör zu, darauf habe ich gar keinen Bock, die Beleuchtung kann auch zum Beispiel direkt auf der Grafikkarte per Tastendruck deaktiviert werden. Ansonsten unterscheidet sich die RGB-Beleuchtung nicht von den größeren bzw. anderen Ablegern der Strix-Serie. Für den Anschluss vom Monitor und Co. gibt es zwei DisplayPort und zwei HDMI-Ausgänge. Virtual Link gibt es in dem Fall nicht. Neulich habe ich auf Instagram eine Umfrage gestartet, und zwar lautete diese: Was mögt ihr lieber sehen bei einem Grafikkartentest? Live-Gameplay oder das Ganze in Form von Diagramm? Und das Ergebnis war eindeutig. Ihr habt euch letztendlich für das Live-Gameplay entschieden. Finde ich persönlich gut, weil das einfach viel authentischer ist. Aber letztendlich ist es auch so, dass man da bei diesem Live-Gameplay keinerlei Bezug hat zu anderen Grafikkarten, wie zum Beispiel 1070 Ti oder RX 580 und so weiter und so fort. Und deswegen dachte ich mir, werde ich beides einfach schön miteinander kombinieren. Und damit hat es sich erneut gezeigt, es lohnt sich auf jeden Fall für euch, meinen Instagram-Account zu folgen. Der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung zu finden, genauso auch das neue Testsystem. Und damit würde ich sagen, starten wir mit dem Test der RTX 2060 OC aus dem Hause Asus. Wir beginnen mit ACO in Full HD und in extrem hohen Einstellungen. Und wie üblich sind wir in SIVA, dem klassischen Testparcours für alle Grafikkarten und Systeme. Und hier gibt es im Durchschnitt 92 FPS, was schon mal eine richtig fette Ansage ist. Und grafisch ist das Ganze auf jeden Fall unfassbar geil anzusehen. Die Karte teste ich übrigens übertaktet, dazu komme ich später noch einmal. Aber letztendlich gibt es hier stabile 2 GHz, und so läuft ACO einfach unfassbar gut. Natürlich auch hier noch der Vergleich zu anderen Grafikkarten. In PUBG machen wir weiter mit Full HD Auflösung und den Ultra Settings bis auf das Laub, und auch hier rennt die RTX 2060 extrem gut, und so gibt es im Schnitt 135 FPS. Bei dem Ergebnis kann man absolut nicht meckern, und mit etwas geringeren Einstellungen sind dann auch zum Beispiel 144 FPS möglich, beziehungsweise das Ganze noch in Kombination mit einem 144 Hertz Monitor. Das rockt dann natürlich umso mehr. Auch hier natürlich noch der Vergleich zu anderen Grafikkarten. Weiter geht es mit GTA 5 in Full HD und sehr hohen Einstellungen. Trotz dessen, dass der Testlauf generell eine richtig große Belastung darstellt aufgrund der Map, läuft GTA wunderbar mit 75 FPS extrem flüssig. Je nach Map geht es auch hier mal in Richtung der 90 FPS und mehr, aber das schwankt natürlich letztendlich. Generell 70 bis 80 FPS, super Resultat und meiner Ansicht nach ein perfektes Ergebnis für die RTX 2060. Natürlich auch hier der Vergleich zu anderen Grafikkarten. Neu im Testparcours und damit auch die Ablöse von Dirt 4 ist Forza Horizon 4.
Geiles Spiel mit einem Riesenproblem. Overlays wie Riva Tuner funktionieren einfach mal gar nicht zur Anzeige von FPS und Co. Und so gibt es hier generell nur die Möglichkeit, die FPS im Spiel anzuzeigen. Allerdings leider viel zu klein auf der falschen Seite des Monitors. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen. Forza bietet einen Benchmark-Modus. Vorteil hierbei ist Wetter- und Tag-Nacht-Wechsel. Sozusagen immer gleiche Bedingungen für jedes System, für jede Grafikkarte. Und demnach nutze ich auch diesen Benchmark-Modus. Im heutigen Test mit Ultra-Einstellung und das Resultat sind über 100 FPS. Ein Top-Ergebnis. Was auf jeden Fall jetzt nicht fehlen darf, ist natürlich der Bezug zu anderen Grafikkarten. Battlefield 5 in Full HD und Ultra-Einstellung auf der Map Rotterdam. Die Mischung aus CPU und GPU ergibt im Schnitt 120 FPS und Grafikporn in Massen. Für meine Verhältnisse ein sehr schönes Ergebnis. Das Ganze sieht auch extrem gut aus. Mit Raytracing natürlich nochmal eine ganze Ecke geiler. Aber wer mein Video zur RTX 2080 Ti gesehen hat, der weiß, dass ich aufgrund der geringen FPS kein Fan bin von Raytracing. Durch die geringere Leistung der 2060 im Vergleich zur 2080 Ti verzichte ich bewusst auf den Raytracing-Test und hier letztendlich noch der Vergleich zu anderen Grafikkarten. Last but not least kommen wir damit noch zu Star Wars Battlefront 2 in Full HD und Ultra-Einstellung. Ultra-Einstellung funktioniert bei so vielen Systemen mal gar nicht, beziehungsweise nur so semi-gut mit krassen Mikroruckeln. Aber auf diesen Systemen läuft das Ganze einfach super flüssig. Im Endeffekt gibt es in Star Wars durchschnittlich 135 FPS in Ultra-Settings, grafisch einfach unfassbar schön und das macht einfach mega viel Laune. Nicht zu vergessen auch hier noch der Vergleich zu anderen Grafikkarten und ich muss schon ganz ehrlich sagen, ich bin bisher sehr zufrieden mit der RTX 2060. Damit kommen wir zu 3D Mark. Heute interessieren uns letztendlich nur die Grafikpunkte, denn der Core i9 ist natürlich schon geil, aber letztendlich hat jetzt nicht jeder einen Core i9 und so gibt es in Firestrike 21.297 Punkte und in TimeSpy 8.496 Grafikpunkte. Ansonsten ist es so, dass ich meine Grafikkarte vor dem Test übertaktet hatte mit einem Plus von 500 MHz auf den Speicher und 90 MHz auf der GPU, was schon sehr geil war, denn auch hier sehr schön zu sehen, eine konstante Taktung von 2 GHz während des gesamten Tests. Was natürlich schon vielen, sag ich mal, im Vorfeld negativ aufgefallen ist, dass diese neue Grafikkarte im Jahr 2019 lediglich 6 GB Videospeicher aufweisen kann. Das ist natürlich gerade dazu im Vergleich, dass diese Grafikkarte eigentlich der Ablöser bzw. der Nachfolger der 1070 Ti ist. Schon ein bisschen komisch, weil die 1070 Ti hat 8 GB, diese Grafikkarte nur 6 GB. Ist das jetzt letztendlich bei Full HD Auflösung ein Problem? Bei meinem Test bisher nicht. Natürlich gibt es auch jetzt schon Spiele, die zum Beispiel mehr als 6 GB Videospeicher als super hilfreich empfinden, aber dennoch ist die RTX 2060 in ihrer Klasse mit 6 GB und der reinen Leistung auf jeden Fall unschlagbar. Klar, mehr Videospeicher wäre geil, aber grundsätzlich muss ich sagen, dass ich persönlich jetzt bei meinem gesamten Test nicht einmal in der Nähe gekommen bin, wo ich sage, ja, irgendwie sind 6 GB so ein bisschen doof, mehr wäre geil. Also meiner Ansicht nach ist die RTX 2060 mit 6 GB schon sehr gut positioniert auf dem Markt. Meine Freunde, die Asus RTX 2060 Strix OC ist zum Zeitpunkt des Videos die teuerste RTX 2060. Für, naja, sagen wir mal 50 Euro mehr, so im Schnitt, gibt es dann auch schon eine halbwegs brauchbare RTX 2070. Da muss man sich natürlich von so Premium-Features wie zum Beispiel Backplate, fetten Kühler, RGB-Beleuchtung möglicherweise auch schon, sage ich mal, verabschieden. Klar, es gibt auch so ein paar Grafikkarten, die haben eine dezente Beleuchtung, aber in dem Fall meiner Ansicht nach nicht vergleichbar mit einer Asus-Grafikkarte. Und so stehen für mich auf jeden Fall auf der positiven Seite die reine Leistung in Kombination mit diesem fetten Kühler, den 3 Lüftern und vor allen Dingen aber auch, naja, sag ich mal, das Allgemeine, das Gesamtpaket, weil was man hier bekommt, klar, man zahlt bei Asus immer so ein bisschen für den Namen mit, jetzt nicht böse sein, Asus, aber ist halt einfach so. Und so kann ich trotzdem sagen, die Grafikkarte ist geil. Sie bietet richtig viel Leistung. Insgesamt ein richtig gutes Gesamtpaket. Ich mag die Karte auf jeden Fall sehr. Aber der negative Aspekt Nummer 1 ist für mich der etwas zu hohe Preis Asus. Und zweitens, das ist mir schon bei der GTX 1000er Serie aufgefallen, diese hässlichen Regenbogenkabel. Warum? Schaut euch die Grafikkarte an, schwarz, silber, bisschen weiß, dazu RGB-Beleuchtung, alles geil, aber dann diese Regenbogenkabel, ich verstehe es nicht, es ist super hässlich, man müsste das Ganze eigentlich
neu schön machen in Schwarz, beziehungsweise irgendwie ummanteln. Schrumpfschlauch wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, könnte dann allerdings nicht ganz so sexy aussehen. Also das ist optisch auf jeden Fall weiterhin ein Flop. Aber das ist natürlich auch schon, ja sag ich mal, Meckern auf allerhöchstem Niveau. Mir persönlich gefällt diese Grafikkarte einfach sehr gut, auch wenn sie etwas teurer ist. Es ist halt einfach ein Premium-Modell. Letztendlich verstehe ich natürlich aber auch eure Ansicht, weil es gibt viele unter euch, die sagen, ja, ich bin Schüler oder ich bin, weiß ich nicht was, in der Ausbildung und ich habe jetzt nicht so viel Geld. Da ist das natürlich schon relativ schwierig, eine Grafikkarte für so viel Geld sich irgendwie zu gönnen. Kann ich absolut nachvollziehen, ging mir damals nicht anders. Deswegen mein Tipp, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du kannst auf so ein bisschen Design, fetten Kühler, drei Lüfter, einer coolen RGB-Beleuchtung irgendwie verzichten, dann gibt es auch die etwas günstigere Variante, und zwar die Dual-OC-Version. Die hat zum Beispiel auch schon bei der 1000er-Serie für Nvidia super gut funktioniert und steht eigentlich der Strix-Version nur in wenigen Punkten nach, kostet aber auch deutlich weniger. So meine Freunde, das war's zur RTX 2060 OC, Strix OC, sorry, von Asus. Auf jeden Fall ein richtig fettes Teil, vor allem auch super schwer, muss ich sagen, für eine solche Mittelklasse-Grafikkarte bzw. gehobene Mittelklasse-Grafikkarte. Ich bin auf jeden Fall überzeugt von dieser Grafikkarte, wie gesagt, nur so ein bisschen teuer und das hier unten geht gar nicht mit dem Kabel, aber was soll's. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, wisst ihr ganz genau, was zu tun ist, und mich würde interessieren, was sagt ihr zu dieser neuen Perspektive, dem neuen Test-Setup hier hinter mir und so weiter. Schreibt es auf jeden Fall mal unten in die Kommentare so rein. Damit sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Mögen die FPS mit euch sein, zum Beispiel auch mit einer solchen RTX 2060. Alles Weitere ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Bis neulich und ganz genau. Ciao.